Yes, welcome to Play 23. Machen wir das auf Englisch? Nein. No, I'm on English. Hm. Herzlich willkommen zu Play 23. Wie schön, dass ihr alle da seid und den Weg hierher gefunden habt. Das scheint noch etwas zu leise zu sein. Vielleicht könnt ihr mich noch lauter machen. Und alle, die hier auf dem Gelände unterwegs sind, dürfen gerne auch mit hier vorne zur Bühne kommen. Wir wollen euch willkommen heißen, aber vor allem wollen wir auch ein wenig erzählen, was das Festival ist und was ihr die nächsten Tage hier erwarten könnt. Und wer Lust hat, da so einen kleinen Einblick, danke, jetzt kann man uns auch sehen, wow. Wer ein bisschen Einblick ins Programm haben möchte, der kann, die kann gerne hierher kommen und uns ein bisschen Gesellschaft leisten. Yes. Wer bist denn du eigentlich? I'm Matt, I'm one of the curators of the Play Festival and what are you doing here? Ja, ich bin Vera Marie und ich bin auch Teil des Teams, mache ganz viel Programm und deswegen kann ich da auch ein bisschen was zu sagen. Nice. So, Play Festival, you probably know what the Play Festival is if you're here, but if you're watching online, you may not. And the Play Festival is the festival for creative gaming. That means we have a lot of games here for a topic. This time it's soap opera. It's not just games you can play. It's also a lot of workshops, a lot of talks, and very wild formats you may see during the course of the next week. Genau, und das Play Festival, das Festival für kreatives Computerspielen, das gibt es schon seit 16 Jahren. Und wir wollen im Grunde die bunte Vielfalt der digitalen Spielkultur zeigen, aber vor allem wollen wir zeigen, was man mit Spielen alles so machen kann, wie man damit kreativ werden kann, wie man selbst Spiele entwickeln kann, was andere Menschen Kreatives mit Spielen machen, und dafür ist eben dieses Festival eine Plattform. And there are a lot of people involved in making play happen, especially one organization, right, which is Creative Gaming, which is we. And we basically brought together all these amazing program points. And are we starting to talk about them right now? Ja, können wir. Vielleicht können wir noch sagen, das Festival wird gefördert, einmal durch die Stadt Hamburg, nämlich durch den Projektfonds Medien und Bildung und durch das Zukunftspaket. Das ist ein Förderprogramm für die Partizipation von Kindern und Jugendlichen. Und wie ihr das hier auf dem Festival erleben könnt, das können wir gleich auch nochmal erzählen. Yes, so the sponsors are really amazing for this festival. We all have them invited at the last program, one of the last program points at the award show, where you can see all of them. But a very interesting point this time is that we are funded by the Zukunftspaket, which is which allowed us to bring a lot of younger people to our program, and they develop multiple parts in this, like the little village you see there. So you should check this out. Genau, dann würde ich sagen, ist jetzt Zeit, mal so ein bisschen genauer zu schauen, was könnt ihr hier auf dem Festival erleben, was für Programmpunkte haben wir dieses Jahr für euch vorbereitet. Und ich würde sagen, bevor wir da in die Details gucken und die einzelnen Formate uns anschauen, erzähl doch mal kurz was zum Motto, das wir dieses Jahr ausgewählt haben. Right, so soap operas is the topic for this festival, and soaps, usually you think, that's those interesting, funny stories you can watch on TV, but actually it's a very old medium, like in the 1930s, and it was directed to housewives to sell them kitchen utilities like soap. That's where they got their names. And a little while back in the 70s, it transformed to movies. And people try to figure out what can we do if we break those roles we have, like what can we do actually. And then it transforms into a kind of feminist medium, and where can we see this in games? This is the big question we have here now, like relationships to other people, loving relationships, friendships, families, and do we have those mechanics in games? And you may want to translate this in German as well. Ja, vielleicht sage ich nur kurz, genau, Soap Operas kennen vielleicht noch die etwas Älteren, die ganz Jüngeren, ich habe so einen Test gemacht, wissen das vielleicht nicht mehr. Soap Operas ist sowas wie zum Beispiel Gute Zeiten, Schlechte Zeiten oder Berlin Tag und Nacht, also so Serien, die so ein bisschen das alltägliche Leben abbilden, aber vor allem jeden Tag, also es gibt die Daily Soaps, die kommen jeden Tag
im Fernsehen und die zeigen eben besonders das dramatische Konflikte, Liebesgeschichten und sie enden meistens mit so einem Cliffhanger. Also man möchte gern wissen, wie geht's weiter, welche Verstrickungen werden in der nächsten Folge gezeigt. Das ist so ganz typisch für Soap Operas, die haben ihren Anfang aber eigentlich in der Seifenwerbung gehabt. Das ist das, was Matt eben erzählte. Und wir wollen eben hier bei Play herausfinden, findet man sowas auch in digitalen Spielen? Gibt es Spiele, die wie Soap Operas aussehen? Oder gibt es Spiele, in denen bestimmte Aspekte aus Soap Operas wieder auftauchen? Und zur Ausstellung, glaube ich, kannst du vielleicht gleich nochmal was sagen. Genau, aber wir wollen so ein bisschen reinschauen in die verschiedenen Formate und ich weiß nicht, sieht man es schon hinter uns? Nein, man sieht es nicht. Aber vielleicht könnt ihr einmal gleich das Programm nochmal zeigen. Wir haben zum Beispiel ganz viele Workshops hier. Also das ist eine Möglichkeit, wie man dieses Festival erleben kann, nämlich indem man Dinge selber macht und ausprobiert. Das können verschiedene Methoden sein, Creative Gaming Methoden, wie zum Beispiel im Creative Gaming Studio im Workshop Bereich 1 da hinten. Aber ihr könnt natürlich auch unser neues Format besuchen, nämlich die Makers Corner. Und da haben wir eingeladen, Beiträge einzureichen, Mini-Workshops einzureichen, die man hier durchführen kann vor Ort. Da haben sich sehr viele Menschen gemeldet, die verschiedenste Methoden, Ansätze, kleine Spielsessions mitgebracht haben. Und da startet zum Beispiel um 2 Uhr das Story-Driven Game Design, wenn ich das richtig wiedergegeben habe. Und zwar hinten im Workshop 3, da könnt ihr einfach gerne mal vorbeischauen und selbst entdecken, wie man Spiele machen kann. Dann gibt es aber natürlich noch ganz viele andere Möglichkeiten, wie man hier mitmacht, beispielsweise auch eben in unseren Schulworkshops. Also man konnte sich als Schulklasse für die Woche anmelden und in unserem Schulprogramm mitmachen. Yes, so we have multiple ways to interact with Play. One is workshops, as you can see in the program guides, which we have scattered around the festival and online. It usually starts with workshops in the morning. But also in a completely new format, which we call the Maker's Corner, where we have multiple artists coming over and presenting very wild workshops, which we couldn't ever do. Very interesting stuff. And we have a focus on schools as well. So during the week times, we have schools here, lots of school people, and they will invent their own little visual novels, stories, and figure out what soap operas mean to them. Genau, dann haben wir aber natürlich auch unser Showprogramm, unser Bühnenprogramm, wie beispielsweise heute passend zu Halloween, unsere Halloween Night, wo wir gemeinsam gruselige Spiele spielen für alle über 18. Also ihr seid eingeladen, heute Abend mit uns gemütlich, gruselig in die Welt der gruseligen Spiele abzutauchen. Dann haben wir aber auch ein mittlerweile eigentlich schon sehr bekanntes Format, nämlich die Speakers Corner. Das ist ähnlich wie bei der Makers Corner. Da konnten alle, die Lust haben, was über Spiele zu spielen, zu erzählen, einen Beitrag einreichen und werden hier in kurzen, so 15-minütigen Vorträgen etwas zum Beispiel über ihre eigenen Spiele erzählen oder über Beobachtungen, die sie zu Spielen gemacht haben, Erfahrungen. Ein sehr buntes Programm, was ihr wie das gesamte Programm auch online findet auf unserer Website, aber eben auch beim Infocounter. Da liegen nicht nur diese kleinen Programmflyer aus, sondern ihr findet dort auch dieses riesige Banner. Da kann man sich immer ganz gut orientieren. Yes, so next to the workshops, we have also a lot of show programs and they are mostly a little bit later in the day, so people can join them. And in the evening, we always have a final program point. Today, of course, it's the Halloween night, so we have lots of horror games for people who are over 18. And to the rest of the days, it's co-op soap opera games, so we invite everybody online or on-site to play with us some of those games. And besides those shows, there's also our oldest format, which is the Speakers Corner, where people have slots of 15 minutes to present different kinds of ideas and topics, and we will see those today and on Saturday as well. And Sunday too, I think. No, not Sunday, just Saturday. Good. Gut, wenn wir das eigene Programm kennen. Genau, dann gibt es natürlich noch unsere Awardshow, die man vielleicht hervorheben sollte, denn das Play Festival verleiht seit einigen Jahren den Creative Gaming Award oder die Creative Gaming Awards und ihr könnt dabei sein
Also wenn ihr diese Ausstellung besucht, dann holt euch doch am Infocounter so 3 Klebepunkte ab und verteilt die auf eure Lieblingsspiele. Das Spiel mit den meisten Punkten wird nämlich für den Publikums-Award nominiert sein, oder nicht nur nominiert, sondern das wird den Publikums-Award bekommen. Und damit hat jedes Spiel in der Ausstellung die Chance, das Lieblingsspiel des Publikums zu werden. Aber wir vergeben auch den Creative Gaming Award, den in den letzten Jahren auch schon viele Spiele bekommen haben. Eins davon ist auch wieder ausgestellt und dieses Mal tatsächlich das erste Mal auch in dem Ursprung oder der Uridee spielbar, nämlich Marble Maze. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen, dann habt ihr auch eine Vorstellung davon, was wir unter Creative Gaming Spielen verstehen. Yes, so the main program point of course is Saturday evening, the Creative Gaming Awards, where we award the games which allow for creativity inside them. And it's really amazing, we have 5 games nominated this year, you can see all of them, and if you want to check out one of last year's winners, we also have Marble Maze here. They won in 2020, a year which was completely digital, and this is the first time, it was the first time in 2020 that the game was exhibited at all, and now we have it in the original physical version, also with the award we awarded them, so it's really cool to check this out. And if you want to have a say in what games you really like, on the counter when you get in, you get 3 little stickers and you can put them on the games you like most, because those are running for the Audience Award, our second award. Ja, und das große Herzstück, an dem man hier eigentlich nicht vorbeikommt, das ist natürlich unsere Ausstellung, die irgendwie jedes Jahr wächst und wächst. Wir haben, glaube ich, um die 40 Exponate, wenn ich das richtig zusammenfasse. Und wir haben dieses Jahr 4 Bereiche, die sind also so ein bisschen sortiert. Und zwar haben wir einerseits den Bereich, den die Jugendlichen unseres Young Play Teams kuratiert haben, also selbst zusammengestellt haben. Die haben sich überlegt, was wollen sie gerne für Spiele in die Ausstellung platzieren und ja, haben das Ganze auch natürlich noch so ein bisschen thematisch gestaltet. Was sie sich dabei gedacht haben und was eigentlich die Zukunftsstadt in Minecraft ist, das könnt ihr dort hinten genau gegenüber von den Rolltreppen nämlich genauer anschauen oder genauer erleben. Dann haben wir den thematischen Teil, der sich hier eigentlich entlang zieht. Das ist einmal das Thema Soap Opera und wie man das in Spielen auf unterschiedliche Art und Weise eben erleben kann. Dann haben wir natürlich unsere Award-Nominierten, also die Spiele, die sich für den Creative Gaming Award die ausgewählt wurden und von einer Jury bewertet werden jetzt. Und dann haben wir natürlich auch noch unseren Hamburg-Teil, wo wir tatsächlich alle Hamburger Games-Schulen, Hochschulen, Ausbildungsstätten vor Ort haben, mit einer Auswahl an Spielen, die Studierende, Auszubildende entwickelt haben, wo oftmals auch die EntwicklerInnen vor Ort sind. Also da lohnt es sich auf jeden Fall vorbeizuschauen. Hinten in der Ecke, quasi genau gegenüber von uns, könnt ihr also mit SpieleentwicklerInnen ins Gespräch kommen und über die Spiele reden, die ihr dort spielt. Yeah, so the exhibition is the last part in the most visible thing I can I think when you get on the festival grounds. The exhibition is quite big this year and ordered in 4 areas. So we have one for the Young Play team, like this. So it's curated by young artists. We have the exhibition about soap opera itself, we have the awards, of course, and we have, first time ever, a specific area only for games which are made in Hamburg. And to most of those games, artists are on-site, especially in the Hamburg case, of course. But we also, because we are hybrid, have an exhibition online in the Play Valley, and you can check out that as well. Just go to the website, and there's a button right on top, Play Valley. And there you will find also the digital guests. So some digital artists, not digital artists, international artists who join us digitally, damn it, they will be there. But we also have stations throughout the on-site location here, so those guests will be also digital in the real space. So it's a real mix, and you can join the Play Festival from wherever you like, either the Play Valley where you can go in and talk to people via Twitch. If you just want to see us on a screen, everything which is happening here will be streamed. Or yes, you come to Hamburg if you're not already there.
Genau, also das ist vielleicht die wichtigste Information. Wie könnt ihr jetzt beim Festival dabei sein? Naja, ihr seid jetzt entweder schon hier oder habt den Stream gefunden. Insofern, das sind zwei Wege, wie ihr das Festival wahrnehmen könnt. Also wir sind hier im Jupiter auf der ganzen Etage bis Sonntag 18 Uhr, jeden Tag bis 21 Uhr mindestens, wenn das Gebäude nicht noch länger geöffnet hat. Und genau, ansonsten könnt ihr natürlich aber auch über unser Play Valley am Festival teilnehmen. Das findet ihr über unsere Website, indem ihr dort auf Play Valley klickt und dann seid ihr auch schon fast drin. Und in diesem Play Valley könnt ihr nicht nur viele Spiele spielen, die hier auch in der Ausstellung ausgestellt sind oder Links dazu finden, sondern ihr könnt auch die SpieleentwicklerInnen, viele SpieleentwicklerInnen vor Ort treffen, also digital natürlich, und mit ihnen ins Gespräch kommen. Das ist eine einmalige Möglichkeit, wenn man es eben nicht zum Festival schaffen kann. Und viele unserer Bühnenprogramme werden gestreamt, freundlicherweise über den Kanal von Ottnina, die uns den zur Verfügung stellt, weil sie eben auch Teil des Festivals ist, zum Beispiel bei der Awardshow. Und ja, wir freuen uns total, dass wir dadurch auch noch viele weitere Leute überall aus Deutschland und darüber hinaus zum Festival einladen können. Yeah, that's it basically. Also because it's Halloween, we actually invented those little noises you may hear sometimes. So that's our version of horror for you, just for you. Will be fixed tomorrow, probably. Not fixed. We just stop tomorrow because it's not Halloween anymore. Yeah, check out the program, check out all the workshops, the talks you may want to participate in, also the very weird show formats, and we give over to the first talk of the day, which is, it's a surprise for you. Genau, wir übergeben jetzt direkt die Bühne für einen kleinen Einblick von der School of for Games, ich wollte schon auch sagen, School for Games. Was genau euch dahinter oder was sich dahinter verbirgt, das werdet ihr gleich sehen. Also bleibt gern sitzen oder kommt vorbei. Wir sagen erstmal Tschüss, aber sind natürlich die ganze Zeit auf dem Festival ansprechbar. Und spätestens bei einer Finissage sitze ich hier wieder oben. Vielleicht du ja auch. Wir werden es sehen. Also viel, viel Spaß beim Festival und bis bald.